Hallo und herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Ja, unser Truck fährt wieder, würde ich sagen. Die Lampe ist erloschen. Ich habe mal das Spiel einfach mal so neu gestartet, ne? Und siehe da, es funktioniert. Keine Ahnung. Wie gesagt, wäre nett, wenn ihr mir das nochmal in die Kommentare schreiben könntet, was das für ein komisches Gedöns war. Ich meine, ich habe da ehrlich keine Ahnung von. Ja. Ich dachte schon, unser Truck, Alter, der wäre... Ich dachte ehrlich... Junge, ist der Truck jetzt schon wieder kaputt? Das kann doch nicht sein. Das schon wieder können wir jetzt erstmal streichen, ne? Weil ich meine, so oft war unser Truck jetzt auch noch nicht kaputt. Außer ein paar... Ich meine, ein paar Macken jetzt, ne? So, wir brettern hier erstmal. Ich meine, wir müssen die Zeit jetzt ein bisschen aufholen. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Dienstag und einen wunderschönen Mittwoch bis jetzt. Ich meine, es ist ja schon wieder, mein Gott, die Woche geht echt schnell um. Wir haben schon wieder Halbzeit, sozusagen. Jo. Mal gucken. Auch nochmal ein Appell an euch vielleicht. Themenvorschläge, bitte einfach in die Kommentare. Einfach mal bitte so. Mal kacken dreist rein. Dann mal schauen, was für wunderschöne Themen ihr da so reingeschrieben habt. Gut. Ja. Der Daniel, der ist echt kommentierfreudig, sagen wir mal. Das ist echt. Also, das gefällt mir sehr gut, ne? Also. Auch nicht immer so ganz kurz, so super Folge oder so. Einfach mal. Weißt du? Zum Beispiel, was man, ich will nicht sagen, was man falsch gemacht hat. Ich mache euch mal ein Beispiel, ne? Der Daniel schreibt, mit dem Dach, was du Folge 17 raufgebaut hast auf deinem Truck, bist du für die Scheune oder was da auch immer sein soll. Oh, nein. Also, wie gesagt, man fährt und liest Kommentare. Das ist echt schrecklich. Was das auch immer sein soll, wo du eigentlich... Okay. Ja, also, ich weiß, was du meinst. Also, ich hatte mich da... Ich glaube, das war wie so ein Bauernhof oder so. Und dann habe ich eingepackt und auf einmal hat es gekracht irgendwie. Und dann hatte ich irgendwie ein Prozentaufladung. Und das war wohl das Dach gewesen. Da könntest du wirklich recht haben. Ich glaube, da hast du sogar recht. Ja, vielen Dank dafür. Hätte man auch drauf eher kommen können. Okay. Ach, der Daniel hat schon wieder was geschrieben, Mensch. Aber diesmal noch mehr. Er hat geschrieben nämlich, dass wir einen hammergeilen Truck haben, beziehungsweise findet er den generell geil. Aber das hat er mir auch schon mal geschrieben, dass der richtig nice sein sollte. Oh ja. Klappt eigentlich ganz gut heute, muss ich sagen. Schön um die Kurve gekommen. Auch der Max schreibt, hier übrigens, er heißt unsere Rumpelkiste. Der Max, der hat schon mal bei City Canoeing mit aufgenommen. Oder war er mal dabei? Schöne Grüße. Auch ein treuer Zuschauer, kann man auch mittlerweile sagen. Weiß gar nicht, wie lange du schon dabei bist. Auch schon ziemlich, ziemlich lange, meine ich, so. Egal, wenn du das Video schaust, kannst du ja mal in die Kommentare schreiben. Wird mich mal interessieren. Ich meine, da gibt es ja auch so eine tolle YouTube-Funktion, da kann man nachschauen, seit wann der Abonnent, glaube ich, dabei ist oder so, meine ich. Meine ich, davon gehört zu haben. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Naja, aber das muss man nicht unbedingt nachgucken, ne? Okay. Ich finde Truck einfach nur absolut hammer nice, muss ich mal ehrlich sagen.
Ach so, der Daniel hat noch beigefügt, dass wir bitte keine Kratzer daran machen sollen, an den Truck. Ja, ich würde sagen, ist schon. Es war ein wenig zu spät, aber wie gesagt, der wird ja immer zwischendurch überarbeitet. Da hat man ja so ein Team. Und die machen das dann eben ganz flott. Ganz flott. Irgendwie nochmal. Okay. Ey, so eine Flammenlackierung oder so. Irgendwas habe ich da gelesen auch noch. Mal schauen, was wir da noch mit dem Truck machen. Wir haben ja noch nicht alles freigeschaltet, sagen wir mal so. Übrigens, wenn ihr den ATS habt, könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr denn schon das Steampunk-DLC habt. Das war nämlich so ein Bonus von SCS-Software. Wenn man nämlich die Steam-Seite gefollowt hat, dann bekam man das nämlich, oder bekommt man das. Ich habe es beispielsweise schon drin. Aber das bei jedem, weiß ich gar nicht, ob es schon bei jedem drin ist. Jo. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Okay, wir bremsen jetzt ein bisschen weiter ab, aber ich habe jetzt einen Tempomat reingesetzt. Auf 89 schön. Können wir geduldig fahren. Das ist doch was Schönes. Auch hier absolut. Also, die Landschaft, die ist schon abwechslungsreich. Das ist also, ich meine, du hast halt ziemlich viel Wüste, aber dann auch wieder ziemlich viel was anderes, sagen wir so. Was mir aber jetzt mal. Also, das muss man ja. Ja, ich glaube, das kann man sagen. Die Auffahrten und so, das ist schon ziemlich immer dasselbe. Man weiß natürlich nicht, wie Arizona nachher aussieht. Aber ich hoffe, also, ein bisschen unterschiedlicher oder so. Weil, ja, du weißt halt, du fährst ab, fährst bis oben hin, biegst rechts oder links ab, sozusagen. Also, meistens. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Kann das sein? Okay. Ich glaube, ich sag die ganze Zeit, schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ja, schreibt mal das in die Kommentare. Ja, okay. Aber, wie gesagt, Kommentare sind immer gut. Vor allem, wir wollen euch ja damit auch ein wenig einbeziehen, ne? Weil einfach so stumpf, ja. Ihr interessiert uns nicht. So, sozusagen, ne? Das ist ja natürlich auch ein bisschen. Nee, nee. Natürlich. Also, ohne, sagen wir mal, ohne euch würde das Ganze hier gar nicht funktionieren. Sagen wir so. Weil ihr seid ja. Ihr, sagen wir mal so, ihr feuert uns ja richtig an. Oder die Zuschauer allgemein immer so, ja, coole Folgen und so. Das ist natürlich so ein richtiger Push-Faktor, ne? Da gibt's das, da muss man ja ehrlich sagen. Und dann ist natürlich, sagen wir so, der Spaßfaktor noch größer. Man sieht, ah, die wollen noch eine Folge sehen. Was? Noch? Okay, machen wir zwei Folgen. Machen wir drei Folgen. Okay, ist 48. Okay, bremst man hier stark ab. Ja, und das macht natürlich unheimlich viel aus. Ich habe übrigens, ich habe übrigens das Aufnahmeprogramm gewechselt. Da bin ich mal echt gespannt, wie ihr die Qualität findet, sozusagen. Ja, ich nehme momentan mit Bandicam auf, oder Bandicam. Es läuft ziemlich gut, muss ich sagen. Also. Bin ich mal gespannt. Also die letzte Folge war auch schon mit dem mit Bandicam aufgenommen. Ja. Nochmal rechts wieder rüber.
Ja. Also hier durch Bakersfield. Hier sind wir doch gerade, ne? War doch Bakersfield, meine ich. Moment. Ja, so. Genau. Also es ist einfach... Bakersfield, da gehen so viele Frachten hin auch. Und... ja, da geht auch im Multiplayer. Das ist immer so... Also sagen wir... Ja, wirklich. Es ist rappelvoll. Also man fährt da durch und es ist voll. Es ist einfach voll. Das ist schon eine coole Sache. So, wir dürfen wieder schneller fahren, ne? Dürfen wieder schneller fahren. Ah, jetzt haben wir ja echt 92 hier, ne? Sonst werden wir wieder geblitzt. Wollen wir ja nicht. Ach, hier wieder hier. Die Öl, ach, wie heißt denn? Wirst Öl abpumpen. So, ne? Ölraffinerien. Ich glaube, das ist das falsche Wort für Amerika, oder? Fehlt gerade das Wort irgendwie. Oh, hier, diese Strecke ist cool. Pass auf. Hoch runter, dann jetzt mal. Das macht schon ziemlich viel Laune. Also wenn man. Natürlich, der Retarder, der bremst jetzt. Naja, macht er gar nicht. Nur eben einmal ganz kurz, okay. Ach, da... Okay. Oh, wir sind wieder müde, okay. Es gibt auch hier für den ATS, habe ich mir sagen lassen, eine Sechsgangschaltung. Das heißt, da wäre das Ganze leichter, also leichter mit meinem G27 zu schalten. Also da müssen dann beispielsweise keine Automatik mehr fahren. Die Schaltung wird dann leichter gehen. Ohne dieses, weiß ich nicht, Umschalten, weil du hast halt hier, weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, Motoren, und da musst du halt mit 18 Gängen. Du schaltest bis 6 hoch, drückst einen Knopf und dann geht's mit 7 weiter. Da weiß ich nicht, das für einen Anfänger mit Schaltung zu fahren, jetzt hier im generell mit dem Ingame, weiß ich nicht. Also Realität ist das sicherlich anders, aber 18 Gänge sind auch krass, ne? Das ist schon Wahnsinn. So, wir müssen uns einen Schlafplatz aufsuchen oder suchen. Ah, da haben wir doch mal. Gut. Ah, das ist wieder Retarder. Okay, ich glaube, der hat letztes Mal wirklich gesponnen, muss man ja sagen. Letzte Folge war das ja. Oh, yo. Und eine Tanke brauchen wir auch. Oh. Okay, wir stehen gerade. Dann können wir mal kurz gucken. Ah, das sieht gut aus. Das sieht doch mal gut aus. Ja, sehr gut. So, möchtest du fahren da vor uns? Boah, auch diese Kreuzung, die sind echt, also... Ich frage mich, ob das wirklich in Amerika auch so ist, weil du kommst doch da mit so einem langen Gefährt, wenn da wirklich so viel Verkehr ist, überhaupt nicht rüber. Du brauchst doch Ampeln haben. Das ist hier schon echt wenig, muss man ja sagen. So, wird's denn auch am besten mitnehmen. Ja, das sieht gut aus. Wir orten uns aber mal hier außen ein, würde ich sagen. Ja, weil wir nämlich rechts dann zur Tanke müssen. Oh, sind schon wieder ziemlich müde und tanken müssen wir auch. Okay, also tanken müssen wir nämlich auch eintragen wieder. Also das ist ganz wichtig. Das machen wir nämlich als erstes eben. Dann pennen wir und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Komm, bisschen noch. Jawohl. So, den Motor ausschalten.
Und dann tanken wir. So. Aber wie gesagt, also wenn ihr Interesse an virtuelle Spedition habt, dann meldet euch mal wirklich. Also Fahrer können wir ruhig, also satt gebrauchen eigentlich. Also ich weiß gar nicht, mittlerweile, wir sind eigentlich gar nicht so viele, aber dafür wird ordentlich eingetragen. Also so, 402 Euro. Hört sich viel an. Ist es aber wahrscheinlich gar nicht. Handbremse lösen, so. Und dann machen wir ein Nickerchen. Geradeaus durch. Ach, guck mal, wir parken eben neben den Kollegen. Och, noch nicht einschlafen hier, ne? Haben es doch gleich geschafft. Ja, da ist doch gut. So. Ah, so. Ich würde sagen, ich mache ein Nickerchen. Wir sehen uns dann, würde ich sagen. Ja. Ja. Genau. Am Donnerstag wieder. Ich muss gerade überlegen, was für ein Wochentag. Aber haut rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.